Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ihr seht schon, ich bin am Boden angelangt. Ich habe es bis ganz unten geschafft. Und ich habe die interessantesten Ores mal übrig gelassen. Hier haben wir die Lithium Ore. Habe ich noch nie von gehört. Wir bauen das mal hier ab. Ob das uns was bringt, werden wir sehen. Die Lithium Ore haben wir hier. Lithium Crystal. Ich baue mal hier irgendwie so einen, keine Ahnung, Mülleimer. Das ist ein Mülleimer. In den schmeiße ich alles, was ich nicht brauche. Wie zu viel Cobblestone. Gravel ist vielleicht ganz nützlich. Lind lasse ich auch mal. Marble. Ja, lass mal. So, das ist jetzt die Lithium Crystal. Okay. Dann haben wir hier noch Magnesium. Light up your night. Noch kein Plan für was. Und dann hatten wir hier oben noch. So. Weg und dann hatte ich gleich noch was auf dem Weg hier. Bron eher wahrscheinlich, wie es heißt. Eher schwer zu erkennen, aber ich habe es gefunden. Und ja, Inventar ist natürlich wieder bummvoll. Gehen wir gleich zum Müll immer noch mal. Kippen Cobblestone es verkaufen. Das bringt auch alles ehrlich gesagt nicht. Da haben wir mal. Found in Twilight Forest and Lost City Dimension. So. Jetzt haben wir doch schon mal ein bisschen was gefunden. Keine zu kleine Ausbeute, würde ich jetzt sagen. Das Ausleuchtesystem funktioniert auch super. Wenn man es wegplatziert, dann ist es auch instant wieder gesetzt. Ich buddel jetzt mal einfach in die Richtung hier. Und schaue, ob ich was finde. Wir haben einen schönen Autoplacer, von daher. Alles mit Vorsicht zu genießen. Ich höre hier was. Oh no. Nicht der Plan. Pfui, böser. Böser Endyman. Wir platzieren jetzt mal ein paar Fackeln. Aber machen die Schaden? Die machen Schaden. Wie viel Schaden machen denn die? Gar nichts, toll. Hier haben wir Lava, hier haben wir Kohle und hier haben wir einen Rock Crystal. Der hat gestrahlt, warte mal, was? What? Was haben wir denn hier? Nickel, Silber, Lead, Tritium, Iron, nochmal Boron. Dann haben wir einen Bouncy Creeper. Der nicht im Wasser, in der Lava stirbt. Nope, du hast mich nicht entdeckt. Nope.
Nope. Mm, not cool. Aha. Boron, Tratrium, Lead. Immer wieder meine Fackeln abholen, die ich versucht habe zu schießen. Was ist das jetzt? Forium. Okay, dann. Abbauzeit, würde ich sagen. Alles, was du hier in Materialien finden musst, mit. Ist mir scheißegal, das kommt mit. Ich bin hier nicht zum Spaß. Was ist das da drüben nochmal? Lithium. Selbst Iron Ore kommt mit. Ich hab mal wieder keinen Platz. Okay, alles, was ich schon kenne. Ah, weißt du was? Lapis habe ich sicher viel, Andesite brauche ich nicht wirklich. Detroit on it, das Sled Boy on it. Gravel kriege ich auch. Granite kriege ich auch. Kohle ist eher was. Hold shift to see more details. Something seems to be here, but understanding of it not yet really. Astral Sorcery. Oh Gott, so viele Ressourcen. It's resource. Echt, das ist voller Ressourcentargets. Juhu! Tratrium. So. Auch wieder. Ganz viel Magnesium. Was ich wohl mit Magnesium anstellen kann, du. Schauen wir, wie ich hier durchbauen kann. Da muss auch noch mehr Ohr. Versuchen wir mal so viel Ohr wie möglich hier abzubauen. Mir ist gerade was aufgefallen. So ein fettes Loch nach oben. Wir aktuell gleich noch ein bisschen gestohlen bleiben. Weil jetzt so viel Material, das ist doch wunderschön. Ich bin bloß überfordert mit der Menge. Ja, ich bin jetzt aktuell schon dabei. Ja, das lässt sich sehen, würde ich sagen. Das lässt sich sehen. Material von da hinten zu erwischen. Das hat die auch noch nicht. Wahrscheinlich Lithium hat die auch noch nicht. Nuclearcraft. Wahrscheinlich kann ich bald einen Nuklearreaktor bauen. Das wäre doch was. Ein schöner Nuklearreaktor. Oh, das ist aber auch neu, oder? Uranium. Habe ich jetzt auch nicht abgebaut, glaube ich. Uranium Fever.
Ja, ich sehe den Nuklearreaktor schon in greifbarer Nähe. Also wenn ich mir das so anschaue, du. Steht ja der Nuklearproduktion absolut nichts mehr im Wege. So. Sauber. Nope. Never gonna get me. Böse. Fackel Launcher. I see you. Erstmal so viel abbauen wie möglich. Und schauen, dass man nichts vergessen hat. Oh, ich sollte nicht in den Kampf gehen. Shit, gerade gemerkt. Ich sollte erst was essen. Damit wir uns ein bisschen erholen. Da oben habe ich was übersehen. Oh. Alles muss mit. Absolut alles. So und nicht anders. Es geht ja aktuell noch gut. Wenn sie nochmal ein neues Schwert schmieden wahrscheinlich. Hätte ich Bock drauf. Irgendwas, mit dem wir hier so richtig einheizen können. So. Gibt's noch eine Endfackel? Immer noch ein bisschen Uran. Irgendwo noch ein bisschen Trantium. Schon mal ganz in Ordnung. Slimey Slime, wo kommst denn du her? Ich habe noch gerade Slime bekommen, auch nicht schlecht. Ja, wir leuchten das ganze Ding noch mal ein bisschen besser aus hier. So, dann würde ich doch sagen, haben wir ja ordentlich Sachen bekommen. Forium. Was habe ich denn nochmal für den? Gucken wir doch gleich mal. Ach, hier geht es ja natürlich nicht, ne? Schauen wir noch, was der Digital Miner braucht. Digital Miner. Alles raussucht. Dafür ist ja so eine Atomic Alloy hier vonnöten. Ah, nee, genau, das Problem war ja der Basic Infuser Factory. Braucht ein Osmium dafür. Habe ich Osmium jetzt gefunden? Ich habe kein Osmium. Wie zum Fick komme ich an Osmium? Kann man das irgendwie herkraften, zaubern oder sowas? Osmium Compressor. Es gibt ein Osmium Sapling. Dafür brauche ich Molten Osmium aber für. Ha, warte mal, ich kann Osmium her. Oh, okay, bin dumm. Aber man kann auf jeden Fall sagen, es hat sich gelohnt, was ich gemacht habe. Ich habe ordentlich an Ressourcen dazu bekommen. Das ist schon mal echt schön. Also da bin ich echt erfreut drüber. Ich glaube, es ist draußen Nacht. Das ist die ganze Sache natürlich ein bisschen nervig gemacht. Aber wir werden jetzt einfach noch schnell nach Hause rennen.
Never gonna get me. Da müssen wir eh nicht hin, von hier runter. Und jetzt schießt ein Skelett mich ab, das wär's so. So, zurück nach Hause. Und dann werden wir in der nächsten Folge diesen Miner zusammen. Und dann testen wir den gleich mal. Und schauen, was der leisten kann. Genauso will ich mich dann gerne auch mal mit Toren auseinandersetzen, weil so ein Reaktor wäre schon was Feines, denke ich. Wäre schon ganz was Feines. Da muss man sich natürlich auch mit auskennen und Osmiumbäume sollte ich vielleicht auch mal dann bauen. So, die werde ich jetzt langsam hier durchbrennen. Aber Leute, ich würde sagen, so, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.